Ihr Stellenwert fürs Team groß. Ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? Die Chance, dass beim deutschen Rekordmeister ein Spieler unterschätzt wird, ist nicht allzu groß. Das können jedes Profis beim FC Bayern allein durch die fußballerische Klasse augenscheinlich. Doch gerade in einem mit Stars gespickten Team braucht es eine zweite Reihe mit hohem Leistungsniveau und niedrigem Ego. Musterbeispiel: Ersatzkeeper Sven Ulreich. Jemand, der nicht murrt, da gibt's kein Meckern, da gibt's ja keinerlei Aufregung über diese Bankrolle. Er nimmt sie an, er ist im Training voll dabei. Man hat auch gesehen, wenn Manuel Neuer ausfällt, es war vergangenes Jahr in der Rückrunde mal der Fall, dass Sven Ulreich verlässlich ist, dass er seinen Job erledigt. Und damit ist er weiterhin ein wichtiger Mann beim FC Bayern, auch fürs Klima. Ulreichs Bescheidenheit gut für die bayerische Umwelt. Doch heißt es auch künftig Ulreich for Future? Inwiefern sich seine Situation im Sommer ändert oder zumindest nach der Saison, sollte sie denn beendet werden, wird die Zeit ergeben, weil mit Alexander Nübel sicherlich ein Konkurrent kommt. Aber auch davor fürchtet sich Sven Ulreich nicht, das hat er bei uns im Kicker schon gesagt. Der Wechsel ist noch nicht mal vollzogen und doch schwelt er schon jetzt, der Konkurrenzkampf zwischen Alexander Nübel und Manuel Neuer. Die Rolle Sven Ulreichs bislang wenig beachtet. Dabei sollte man den Wert von Bayerns Ersatzkeeper definitiv nicht unterschätzen.